Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir sind so langsam auf der Zielgeraden von diesem Spiel, also zumindest was die Hauptstory angeht. Wir sind beim letzten Planeten vor Misera. Ich nehme zumindest an, dass das oben rechts Misera ist. Nämlich beim Karkmaltal. Da gehen wir jetzt hin. Das wird hoffentlich richtig lustig. Hoffentlich kriegen wir da auch mal einen neuen Charakter. Falls es noch welche gibt. Und ich würde sagen, let's go. Wir befinden uns im Landeanflug auf Karkmaltal, einst in der ganzen Galaxie als ein Füllhorn des Überflusses bekannt. Okay. Bis irgendwann die Rabbids die natürlichen Ressourcen komplett ausgebeutet hatten und den Planeten verließen, um denselben Fehler woanders zu wiederholen. Zum Glück ist Mutti die Mechanikerin vor Ort geblieben. Sie ist die einzige Person in der Galaxie, die unserem Schiff die Fähigkeit verleihen kann, die Schutzschilde von Miseras Festung zu durchbrechen. Wenn das stimmt, warte die hinterhältigste, schmutzigste und verschlagenste Sparkenjägerin dort unten auf uns. Naja, auf Terra Flora ist uns keine einzige Sparkjägerin begegnet. Vielleicht haben sie aufgegeben. Eventuell. Sekunde mal, hast du gesagt, die verschlagenste Sparkjägerin? Wer auch immer diese Mutti ist, sie sollte beten, dass wir sie als Erste finden. Vorgang unterbrochen. Auf der Oberfläche tobt ein gewaltiger elektromagnetischer Sturm. Eindeutig das Werk eines Finsterzeit-Tentakels. Perfekt. Wir müssen springen. Zum Glück sind wir nur ein paar Meter über dem Boden. Bipo, der Sturm beeinträchtigt wohl deine Echoortung. Wir sind genau 46,726 Meter über der Planetenoberfläche. Bipo will uns umbringen. Energie aus dieser Höhe und bei eurer Vollgeschwindigkeit läge bei 73.266.368,07 Joule. Heißt, wir wären Matsche. Hm? Was? Ihr wärt platter als ein Pfannkuchen auf dem Schaukelstuhl eines Elefanten. Da habt ihr's. Genie ist durchgedreht. Folgt mir, Leute. Denkt dran, bei der Landung die Knie zu beugen. Genau. Zumindest gibt sie High Five, wenn auch langsam. Heiliges Kanonenrohr! Alles gut! Uns geht's gut! Euch geht's gut? Euch geht's gut! Und was ist mit meinem Ballon? Den hat Bowser geplättet. Entschuldigung, das war wohl eine Fehlkalkulation der KI unseres Schiffs. Wir sind hier auf einer dringenden Mission. Hallo. Wir brauchen deine Hilfe, um Misera aufzuhalten. Werkstatt geschlossen. Werkstatt geschlossen. Die nächste Werkstatt liegt 96 Millionen Lichtjahre weiter. Guten Tag. Du bist doch Mutti, oder? Die Wächterin und geniale Mechanikerin. Wenn unser Schiff nicht mit der nötigen Technologie ausgestattet wird, mit der es die Schilde von Miseras Festung durchdringen kann, können wir unsere Mission vergessen. Ah! Ihr wollt Misera einschüchtern? Ihr seid ja nicht mal clever genug, zum Fallschirm springen, einen Fallschirm mitzunehmen. Strom
Arm ist ausgefallen. Du oder so, ich kann euch nicht helfen. Oh, wenn ich wollte. In meiner Werkstatt ist der Strom ausgefallen. Der Sturm hat meine Windmühle zum Durchdrehen gebracht. Wisst ihr was? Wenn ihr meine Windmühle wieder zum Laufen bringt, gucke ich mir mal an, was ich da mit eurem Raumschiff und dem Schild machen kann. Aber ich kann nichts versprechen. Eine Teleportersonde aus unserem Schiff? Seht mal, da ist eine Nachricht von Genie. Wahrscheinlich irgendwie, dass du blöde bist. Wenn wir wegen des Sturms nicht direkt miteinander kommunizieren können, könnt ihr euch mit Hilfe dieser Sonde jederzeit zum Schiff teleportieren lassen. Oder, wenn ihr immer noch glaubt, das Schiff sei nur einige Meter über dem Boden, dann springt doch einfach hoch. Fehlkalkulation, so. Einfach nur Dummheit sondergleichen. Wie kann man aus so einer Höhe runterspringen? Okay, erstmal gucken, wie viel kostet das Planetentor. Plätsch, platsch. Es regnet Angebote. Ihr fragt euch bestimmt, Krämerbot, ist bei so hochwertigen Waren nicht ein mächtiger Aufschlag zu erwarten? Besonders an so einem abgelegenen und doch praktisch gelegenen, gepflegten und modernen Ort mit reichlich Parkmöglichkeiten. Erstens, wie könnt ihr es wagen? Zweitens, ich bin immer auf der Seite des Kunden. Egal, ob eure Kreditwürdigkeit gut oder schlecht ist, oder ob ihr gar keine habt, das macht bei mir gar nichts. Bei mir wird nichts angeschrieben. Zu viele Schnorrer. Okay, der Schlüssel kostet 11 Münzen. Wir können hier die Superpilztun kaufen, davon gönne ich mir direkt 2. So, ich habe mir auch noch 2 normale Pilze gegönnt. Gucken wir uns doch mal die Karte erstmal an. Okay, große Karte. Sehe viele Herausforderungen. Kamekia, Trubel um Toadette. Werde zum Oberlehrer verheere. Also zweimal irgendwie Leute verprügeln, Quest. Tor zur verlassenen Siedlung. Grüne Münzen-Herausforderung. Hand und Hirn. Und da ist das Geheimgebiet. Okay, haben noch einen groben Überblick. Wir werden keinen Unfall haben. Das nächste Mal sollte man nicht auf Bipo hören. Ach, und ich darf direkt auch kämpfen. So, was haben wir denn hier überhaupt für Gegnertype ist, zu erwarten? Wellenbrecher. Die sehen auch wieder so aus, als ob die einen andocken können mit diesen Dingern. Oder vielleicht verscheuchen. Warte mal, Fähigkeit. Nee, der lockt nicht an. Die mögen Schock hier nicht so besonders. Eis scheint gar keinen von denen sonderlich zu jucken. Also mit den Fähigkeiten, die ich gerade da habe, bin ich eigentlich ganz gut bedient. Erstmal würde ich hier einen Feuersturm machen. Ach, hier muss man auch noch mit Schaltern auf der Karte arbeiten. Okay, das wird lustig. Warum leuchtet der so rot? Alter, der hat so viel Leben. Ich eis dich mal ein. Korrektur, ich versuche dich einzueisen. Oh, ich habe den falschen mitgenommen. Ich habe Alien mitgenommen statt den Regen.
Naja, passt schon. So, der hat schon mal gut Schaden genommen. Am wichtigsten wäre erstmal den Scharfschützen loszuwerden. So, Schuss. Vernichtung. Kann ich euch jetzt einen Feuerregen geben? Oh, der Sniper hat so gut wie alles abbekommen. Okay, den Sniper bin ich schon mal los. Solange ich Abstand halte, können die Typen mir gar nichts. Das Problem ist, dass sie sich aufpowern, wenn sie getroffen werden. Also, treff ja doch noch. Die haben gut Schaden genommen. Nochmal gesnippt. Okay, die hauen richtig hardcore rein. Wenn ich immer das Portal, dass da nicht mehr Gegner kommen. Komm bitte, Spark-Energie, aktivier dich so gleich. Schade, keine Spark-Energie. Und der ist auch RIP. Ich hoffe mal, dass da oben kein Scharfschütze rauskommt. Natürlich kommt ein Scharfschütze. Was denn auch sonst? Oh, meine Spark-Energie hat sich aktiviert. Ist schön. So, dich vernichte ich jetzt. Sayonara. Ach, so viele Sternteile. Es ist einfach nur schön. Die Map sieht gewaltiger aus, als ob sie es eigentlich ist, nehme ich mal an. So, hier ist eine Herausforderung. Das Leben auf Kamak-Tal ist schon so hart genug. Aber jetzt müssen wir uns auch noch mit Kamex herumschlagen. Bitte beseitigt drei von diesen Kamex. Die Immobilienpreise hier sind jetzt schon am Boden. Okay, einen Kamek wollte ich so oder so mal bekämpfen. Da unten ist auch noch eine Planetenherausforderung. Da hat mich einer auf dem Kika. Geh mal weg. Danke. Solange ich keine Mission habe, mich mit euch anzulegen, habe ich nicht wirklich Grund, euch anzugreifen. Ja, komm mal her, Kamek. So, alle Gegner besiegen. Mich interessiert nur, was Kamek kann. Da oben ist der Kamek. Okay, der ist unempfindlich gegen alles. Okay, sein Angriff ist flächendeckend. Er kann auch die Verstärkung.
Aber sein Bewegungsradius ist sehr eingeschränkt. Also Kamek ist nicht weiter schlimm, aber ich muss ihn auf jeden Fall trotzdem schnell vernichten, wenn er die anderen boosten kann. Außerdem trifft er mich wahrscheinlich hinter der Deckung. So, auf den Kamek. Was ist das hier eigentlich für ein Fass? Warte mal, ich muss mich mal ein bisschen weiter wegstellen. Ich würde am liebsten einmal das Fass gerne angreifen, einfach um zu gucken, was da bei passiert. Was ist das für eine Art von Explosion? Ach, das ist einfach nur generell eine gewaltige Explosion, okay. So, Kamek hat zweimal Schaden genommen. Und der hat sich selber geboostet. Ich will deinen Angriff sehen, Junge. Danke. Mehr wollte ich gar nicht sehen. Also er trifft auch hinter der Deckung. Das war das, was mich interessiert hat. Stufe 28. So, dann gehen wir mal da hinten hin. Ich will mich hier ein bisschen umschauen. Ich mache ich nach der Folge platt. Tor zur verlassenen Siedlung. Ich muss nur da hinten hinkommen. So. Schade, den hätte ich gern getroffen mit der Sicht gerade. Wenigstens den treffe ich. Ich werde sowas von die Apokalypse reinjüten. Einen Moment. Erstmal die richtige Apokalypse. Ach, schöner Schaden. So, Flammenregen. Die Mission hier schenkt, kommt mir auch geschenkt vor, ne? So, Heiler weg. Wie einfach ist denn diese Mission? Vor allen Dingen, die Portale stehen da, wo ich sie easy locker vernichten kann. So, erstmal eine Eisapokalypse. Keiner kann sich mehr bewegen. So, ich hoffe jetzt gerade, dass sie irgendwie die anstecken. Dass die einfach durch das Feuer reinrennen. Genau dann, wenn man es mal will, passiert es nicht. So, ich habe alles, was ich hatte, da vorne einmal reingeheatet. Nächste Runde ist der Win. Alter, wie oft Rebelle gerade runtergejietet wurde. Ich brauche die gar nicht bekämpfen.
Easy. Ich hatte direkt darauf vorhin noch einen Kamek angegriffen, den habe ich aber instant gereckt. Hier kann man hochklettern. Okay, ich sehe ein Rätsel. Und eine coole Rakete. Rabbit-Wissenschaftler sammeln seit Jahren Daten darüber, wie die Gravitationskraft die Physik von Wackelkopffiguren beeinflusst. Das sind doch nur Figuren mit Sprungfedern drin. Nutzt eure Gelder für was Sinnvolleres. Das sind Rabbits. Sinnvoll gibt's in deren Wortschatz nicht. Ich muss hier das Rätsel schaffen, damit ich das Ei durchbringen kann. Okay. Wo ist denn der Punkt, wo ich runter kann? Ah, hier. Hier ist eine Leiter, die gespawnt werden muss. So, jetzt komme ich hier rüber. Den schieben wir einmal durch. Gibt auch keinen Grund, den zurückzuschieben. So, der muss hier nach unten. Dann ist da offen. So, hier hoch. Runterspringen und draufwerfen. Und schon ist das Teil da frei. Guck mal, da haben wir doch direkt ein Rätsel abgeschlossen. Können das hier noch runterlassen. Mal gucken, was da oben ist. Ach, hier ist die grüne Münzenherausforderung. Aber vorher will ich das Bild da lesen. Oh. Ich komme wieder. Ich komme nicht mehr hoch. Faszinierend. Das hier ist das erste aus einer Reihe von Wandgemälden, die die Geschichte von Mutti erzählen, der berühmten Mechanikerin und Wächterin dieses Planeten. Alles begann, als die wilde und ungezügelte Mutti hier auf einem 10-Planeten quer durch die Galaxie Roadtrip einen Zwischenstopp einlegte, um eine Packung Dörrfleisch zu kaufen. Okay. Okay. Erstmal das Gemälde ignorieren. Durch die Kanone fliegen. Und wo auch immer wir ankommen, wird die letzte Münze sein. Perfekt. Und eine weitere Planetenherausforderung geschafft. Und kriegen sogar noch ein gerades Powerblock. Feuer frei. Und wo bin ich hier? Einfach wieder am Anfang, oder wie? Okay. Hätten wir das geklärt. Ja, wir müssen hier noch die ein oder andere Planetenmünze holen. Ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.